Heiko, es geht weiter mit Let's Play Lufia. Beim letzten Mal haben wir unser Baby Geralt gerettet und ihn auch gleich wieder verlassen, weil Iris uns gesagt hat, neue Feinde, geh auf Reisen, rette die Welt, Schicksal, bla, blub, ich hau mal wieder ab. Und wir haben unterwegs Kai und Deka wieder getroffen. Yay! Und das scheinen neue Feinde zu sein. Flora ist da. Und ich finde, die sehen so aus wie ich brenne gut. Daher, Selan, Glutball auf alle. Und unsere drei Draufhauer hauen auf alle mal drauf. Wow. Und Fumi macht den Rest, wenn Fumi überhaupt noch zum Zug kommt. Einer weg. Oh, Fumi kommt zum Zug bei unserer Super-Duper. Wow, Draufhauer. So super-duper langsam sind. Nun ja, kann man nichts machen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier soll irgendwo an Lea sein. Hier geht's aber ziemlich weit hoch. Bin ich hier richtig? Hallo, Schlagbaum. Du bist auch ein neuer Feind. Du guckst irgendwie ganz witzig. Und du bist alleine, von daher hast du irgendwie keine Chance. Kann einem echt leid tun. Fumi-Schlag. Oh yeah. Fumi-Power. So, müssen wir hier nach oben oder müssen wir nach unten? Oder irgendwie renne ich hier gerade im Kreis, habe ich das Gefühl. Ah, hey, was bist du denn? Berg des Aurabaums. Ich glaube, du bist der nächste Dungeon, weil ich muss erstmal in die Stadt, wo die Leute mir sagen, hey, der nächste Dungeon liegt in der und der Richtung. Also muss ich nicht zwangsläufig, aber ich möchte. Und ganz viele neue Feinde, die Panzerbiene. Und die Gruselfliege. Ich glaube, wir kennen schon die Gruselfliege. Aber die Panzerbiene. Okay. Du haust da drauf, du haust da drauf, du haust da drauf und wir fackeln einfach alles ab jetzt. Au, die sind aber schnell. Laufen sie so schnell? Das finde ich nicht schön. Absolut nicht. Sie sind schneller als Selan. Oh, und die brennen nicht so gut wie erhofft. Das ist schade. Aber. Die waren nicht platt. Wow. Komm schon. Ich würde doch wohl diese paar Bienchen hier platt kriegen. Danke. Und. Danke. Okay, ich dachte eigentlich, die größeren wären die brutaleren, aber irgendwie. Scheinbar. Nicht. Jedenfalls haben die kleineren länger überlebt. Mysteriös. So, Stadt. Wo bist du? Stadt, Stadt, Stadt. Stadt, Stadt, Stadt. Ich glaube, da unten war sie. Da rechts ist auch noch was. Ah, so viele Wege. Halt. Hä? Guy. Deka. Maxim. Feuer. So. Arme Bäumchen. Ihr brennt bestimmt auch gut. Sieht zumindest so aus. Und? Oh ja. Richtig gut. Fumi! Was war das denn? Er hat bestimmt nur noch ein KP übrig oder so. Wow, Deka macht Schaden. Deka wurde aufgestuft. Deka macht noch mehr Schaden. Fumi wurde aufgestuft. Fumi ist noch cooler geworden. Yay. Stadt, bist du Alea? Hafenstadt Alea. Vielleicht kriegen wir ein Boot. Gib mir ein Boot. Boot, 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 Boot. Ein Fremder kam aus dem Nichts und versenkte alle Schiffe. Auf mit unserem Boot. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Dies ist der Heimathafen vieler Schiffe gewesen. Ohne Schiffe kann keiner das Meer befahren. Aber ich bin Schiffe gesagt. Schiff, Schiff, Schiff. Wenn Sartos zurückkehrt, kann er in Windeseile ein Schiff bauen. Er ist ein wahres Genie. Ein Schiff-Genie. Schiff. Okay. Scheinbar gibt's hier Schiffe. Oder gab's mal Schiffe. Hallo, Rotkäppchen. Koberia befindet sich auf der kleinen Insel nördlich von hier. Dort ist auch die Ahnenhöhle zu finden. Man sagt, die Ahnenhöhle birgt unzählige Schätze. Da will ich auf jeden Fall noch hin. Schätze sind immer gut. So, Magie. Welchen Zauber wollt ihr haben? Ich will alle Zauber. Aquata. Klingt nach coolem Wasserzauber. Tornado. Heftiger Sturm. Stärker. Ein super duper Heilzauber. Baby. Haben wir viel Geld? Wir haben viel Geld. So, Maxim, auch wenn du die zauberst, kriegst du es trotzdem. Huch, weil wir genug Geld haben. Tornado. Elan, haben wir echt genug Geld? Ich habe Angst, dass es doch nicht reicht. Egal, wenn das Geld nicht reicht, dann mache ich eine kurze Geldsammelpause. Das kann man ziemlich lernen. Helfer? Füllt jede Menge KP auf. Diese Beschreibungen, also füllt viele KP auf, füllt jede Menge KP auf. Okay. Jede Menge ist wahrscheinlich viel mehr als viel. Ach. Können wir das testen? Ich glaube, wir testen es einfach mal. Zauber. Maxim. Erstmal rotieren.
und bei Seelan auch gleich mal sortieren. Yay. So. Tauber, Maxim. Stark macht 83. Stärker macht 183 und Helfer macht. Okay, wie hast du es gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Halt es voll? Holt jede Menge Papier auf. Zumindest stand keine Zahl da. Egal. Testen wir im Notfall mal. Lasst euch ruhig Zeit. Okay. Ja, ich glaube, Alters brauchen wir nicht, weil ich benutze sie ja sowieso nicht. Waffen. Eine Handaxt. Für DK. Okay. Und ein Riesenstab. Für Seelan. Erhöht den Angriff. Und was wird denn später weg? Sie wird langsamer. Ist sie wieder langsamer als Maxim? Ist mir aber eigentlich egal, wenn die langsamer ist. Dann kann ich mit ihr auch mal draufhauen, wenn halt gerade nicht zu viele Feinde da sind. Leinenpanzer. Nein. Steinpanzer. Nein. Superrobe. Superrobe. Ich glaube, das wollte Fumi vorhin irgendwann essen. Ich kaufe mal 3 Stück. Turban. Wollte das Fumi nicht auch schon essen? Muss mal drauf achten. Eisenmütze, das ist doch auf jeden Fall mal hier schön für dich und für dich und auch für dich. Yay, das wird ein Shopping-Part. Steinschild. Tektokralle. Erhöht die Abwehr, senkt die Intelligenz. Hey, ich hab Intelligenz gesagt, nicht Initiative. Lobt mich. Lob mich! Weniger Zauberschwäche, aber ihre Abwehr wird besser. Diese Entscheidungen! Immer diese Entscheidungen! Nein. Wir haben super duper Heilzauber, dann ist ihre Abwehr halt scheiße. Mir auch egal. Okay. Verkauf. Können wir irgendwas verkaufen? Wir haben so viel Zeug, das wir überhaupt nicht brauchen. Die ganzen Säfte. Pflaumensaft. Ach komm, weg mit dem Kram. Limo. Saft. Zitronensaft, Heilsirup, Petrobe haben wir so viele, die behalten wir mal. So viel Zeug. Brauchen wir das überhaupt? Aufwecken, Schreib, Kienadel. Mal Feuerball. Die ganzen Rüstungen behalte ich eigentlich, aber wenn wir neue Kapselmonster kriegen, wollen die bestimmt auch wieder alte Sachen essen. Okay. Passt schon. Haben wir, ich glaube, ein begrenztes Inventar, von daher. Sortieren. Gucken wir mal, wie viel Platz wir hier überhaupt noch haben. Naja. Wird noch reichen eine Weile. Okay. Yay! Shopping-Tour beendet. So, dann wollen wir noch hier hin. Hast du auch irgendwas von Schiffen zu erzählen? Der Mann, der die Schiffe zerstört hat, wurde im Norden des Kontinents gesichtet. Schiff, Schiff. Im Norden. Etwa bei diesem Dungeon, bei dem ich schon war? Mein Schiff wurde versenkt. Warum habe ich das getan? Was habe ich getan? Warum nur? Schiff. Schiff, Schiff. Schiff. Diese Stadt braucht die Wahnsinnig mit ihren ganzen Schiffen. Der Mann, der die Schiffe versenkt hat, sah aus wie das personifizierte Böse. Und ich bin ganz klein, aber kann schon so ein Wort wie personifiziert aussprechen. Ja, ich bin ein kluges Kind. Dieser Abschnitt der Welt heißt Nordland. Fährt man über das Meer, gelangt man nach Westland. Dieses Mädchen gehört nicht in diese Stadt. Wisst ihr warum? Sie hat ein Schiff gesagt. Im Westland gibt es viele Königreiche, zum Beispiel Alekia und Berneo. Wer bist du? Du gehörst nicht hierher, du sagst nicht Schiff. Ich habe das Schiff doch gerade erst abbezahlt. Was soll ich bloß tun? Schiff, Schiff. Ohne Schiff können wir den Kontinent Afrasia nicht erreichen. Aha, aha. Afrasia. Afrika-Asia. Eine Kneipe. Hallo. 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 Okay. Die Geschäfte laufen zurzeit schlecht. Keiner kann uns erreichen. Yay, Säfte. Die habe ich gerade verkauft. Nein, danke. Sartos ist der Mann, der für den Schiffsbau zuständig ist. Zurzeit ist er auf dem Nordberg. Okay. Dort gibt es viel Holz und noch mehr Monster. Sartos ist kein Krieger, hoffentlich passt er auf. Okay, wir müssen Sartos retten, damit er uns ein Schiff baut.
Hier ist nichts mehr los, seitdem alle Schiffe zerstört wurden. Das einzige Thema dieser Stadt sind Schiffe. Satos braucht in den Bergen immer so lang. Mag er mich nicht mehr? Hoffentlich übernimmt er sich nicht, er ist kein Krieger. Ist mein Haar nicht wunderbar? Du hast ein Schiff gesagt. Der sieht aber süß aus. Ich mag rote Haare. Ja. Mir fällt gerade auf, unsere Haarfarben sind so richtig schön rot, grün, gelb, blau. Fällt mir jetzt erst auf. Nette Kombo. So, hier waren wir, glaube ich, doch auch noch nicht drin, oder? Das ist bestimmt das Haus von diesem Satos, der kein Krieger ist und gerade Holz holt, wie auch immer, weil er Schiffe bauen will. Schiff. Der Mann, der die Schiffe zerstört, naja, das kennen wir doch schon. Okay. Ich würde sagen, geht die Stadt weiter, dann ist die Stadt vorbei. Gut, dann gehen wir mal nach Norden. Norden. Und schon wieder neue Fliegen. Powerstachel. Naja, keine Fliegen, Wespen, Bienen, keine Ahnung was. Der Zauber. Aquata? Tornado? Ach, wir testen mal den Tornado. Au. Wow. Der hat ganz schön Schaden gemacht. Warum sind die alle so schnell? Ich möchte auch schneller werden. Bitte? Und gucken wir mal, ob Tornado schön Schaden macht. Na, sieht schon mal halbwegs brutal aus. Und? Naja. Ist wahrscheinlich nicht ihre Schwäche. Und Fumi! Yay! Ach, Fumi ist ja toll. Er greift so oft mit seinen super Special Moves an und du arme kleine Gruselfliege. Wirst du sehr dran glauben müssen. Tut mir leid. Stopp. Okay. Fumi, was willst du essen? Eisenschwert. Oh, wir haben Fumi essen. Eisenschwert. Eisenschwert, das ist ja schon. Yay. Und was jetzt noch? Pferdestein. Den haben wir leider nicht, Kumpel. Ich glaube, er wollte wirklich auch irgendwann mal diese Super-Roben essen, die wir jetzt gekauft haben. So, jetzt kann ich die Zauber mit dir nicht testen, weil jetzt sind es nur zwei Feinde, dann ist der Vergleich nicht vergleichbar. Der Vergleich ist nicht vergleichbar. Trauma. Nein. Wow. Das tut ja weh. Du warst aber nicht abgesprochen. Sterbt, bitte. Danke. Oh, Digga, macht so Schaden. Wenn ich so langsam wäre, wäre noch viel cooler. So, Norden. Nein, doch nicht Norden. Erst nochmal, Feinde. Aquata. Ist zwar wieder nicht vergleichbar, weil es drei sind, aber was soll's. Trotzdem sie sterben und ich sollte sie dann heilen. Vielleicht hätte ich Seelan doch dieses Verteidigungsdingens kaufen sollen. Weil wenn ich mir das so angucke, sieht sie ziemlich nicht gut verteidigend aus. Ja, nicht gut verteidigend sieht sie aus. Das kann man sehen. An ihrem KP-Balken kann man das sehen. So, Maxim, heil mal. Du toller Heiler. Du außerhalb des Kampfes Heiler. Stärker. Oh, zweimal stark. Ich habe zweimal stark. Ist einfacher. Plopp. Eigentlich reicht einmal schon fast. Und einmal stärker. Auf geil. Yay. Doch, der Rest geht noch. Okay, Dungeon. Berg des Aurabaums. Wollten wir hier hin? Ich habe keinen Plan. Ich habe nur irgendwas von Norden und Schiff gehört. Und Schiff und Norden. Und Stratos und Schiff und Schiff und Schiff. Schiff, Norden. Okay, da sind die gleichen Feinde wie draußen, das ist schon mal gut. Euch kenne ich, Mann, mit euch komme ich klar. Au. Ich bin kurz davor, in die Stadt zurückzurennen und Seelan diese Rüstung zu kaufen, oder was das war. Naja. Wir können ja heilen. Wir können, glaube ich, auch wiederbeleben. Irgendwie. Wir haben jetzt wieder Items. Oh, Fumi. Fumi-Futter. Fumi-Futter. Schon wieder Eisenschwert. Das ist, glaube ich, das letzte dann. Eisenschwert. Grüß mein Schatz. Und jetzt noch ein Eisenschwert. Hallo? Willst du noch was anderes? Zauber. Maxim. Stark. Seelan. Yay. Und Dicker. Und nochmal Dicker. Okay. So, eine Tür.
und eine Tür, wenn schon so anfängt. Wir gehen rechts lang, eine Treppe. Das wiederum ist doof, weil vielleicht bleibt diese Tür hier ja auf dem gleichen Stockwerk. Dann können wir erstmal auf dem Stockwerk hier. Trollalalalalbüche. Geht kaputt. Danke. Oh, hi Feind. Eigentlich wollte ich nicht in dich reinrennen, aber egal. Feuer, Feuer, Feuer. Blutball. So. Fackelt ab, ihr Bäumchen. Ich mag so Pflanzenfeinde. Den sieht man zumindest ihre Schwäche an. Ach, Fumi, komm schon. Und? Oh, die kann auch so einen Schaden. Wir haben ein Aufwecken bekommen. Kein Aufwecker, ein Aufwecken. Yay. Tür. Blume. Blaue Blume. Schnelle blaue Blume. Okay. Dich machen wir noch platt. Los! Oh, die ist ja gar nicht blau. Außer die Flora Mister, die kennen wir ja schon. Ich dachte, das wäre jetzt eine coole, schöne, neue Blume, aber nein. Warum ist der Sprite blau, wenn sie... Ach, egal. Vielleicht können sie ihre Farbe ändern. Je nachdem, ob gerade Tag oder Nacht ist. Vielleicht haben wir sie nachts draußen gesehen und... Wow, Flamingo Keller. Jetzt sehen wir sie quasi bei Tag. Ja, macht so viel Sinn, ne? Eigentlich nicht. Egal. So, wir haben den nächsten Dungeon betreten, wo wir Stratos retten werden, damit er uns ein Schiff baut. Weil Schiff und Schiff, Schiff, Schiff. Und beim nächsten Mal gucken wir, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Also dann. Ciao, ciao.